Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars, ihr seht vis-à-vis und das ist Sheltered. Was ist Sheltered? Sheltered ist ein Survival-Spiel. Ihr werdet es gleich merken, so ein bisschen angehaucht an die Sims, aber hier geht es praktisch wirklich nur ums Überleben, ums Planküberleben. Ihr seid mit eurer Familie, also Vater, Mutter, zwei Kinder und Hund, in einem Bunker untergekommen, nach einer, ich würde mal sagen, radioaktiven Explosion. Also die Oberfläche ist verstrahlt und ja, ihr müsst versuchen zu überleben. Was nicht ganz einfach sein wird, wie ihr dann auf jeden Fall mitbekommen werdet. Das sind auch so die einzigen Informationen, die ich über das Spiel habe. Ich habe selber noch null angespielt, nicht mal reingespielt. Ich habe einfach nur das Spiel gekauft, jetzt gestartet, aufgenommen und ja, wir entdecken uns das gemeinsam. Wir werden auch das Tutorial, was am Anfang, glaube ich, stattfindet, wie das in den meisten Spielen ist, werden wir spielen. Wer das dann nicht sehen will, der muss dann halt ein bisschen vorspulen. Aber ich würde mich ganz gerne richtig auf das Spiel einlassen und deshalb nehme ich das alles mit. Ich schaue ganz kurz mal in den Optionen. Wir haben Full HD in Vollbild. Musik würde ich jetzt vielleicht ein bisschen leiser machen. Soundeffekt lassen wir. Die Steuerung wird so bleiben. Controller habe ich nicht. Sprache machen wir in Deutsch auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal berieseln. Wir fangen mal an. Wir haben hier drei Slots. Wir nehmen Platz 1. Familie anpassen. In Sheltered kümmerst du dich um eine Familie, die aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern besteht. Du kannst, bevor du anfängst, das Aussehen, die Merkmale und die Attribute jedes Familienmitglieds anpassen. Merkmale und Attribute bestimmen, wie ein Charakter sich benimmt. Ein Charakter mit hoher Stärke beispielsweise ist im Nahkampf besonders gefährlich. Wähle Hilfe im Fenster für die Charakteranpassung, für detaillierte Beschreibung von Merkmalen und Attributen. Klicken und zu schließen. Also ihr seht schon, die Charakter haben alle bestimmte Werte. Wir können die jetzt anpassen. Sie heißt Francis. Kann ich die jetzt noch... Ne, kann ich nicht. Wir machen mal Geschlecht auf jeden Fall. Oberteil Farbe grün. Hautfarbe. Was können wir hier wählen? Ja, das ist schon okay, denke ich. Haarfarbe. Wir machen mal blond. Kopftyp. Ja, was haben wir denn da alles so? Glatze. Mit Mütze. Wir machen mal mit Mütze. Körpertyp. Na, das sieht doch schon Beine. Kurz, lang. Jo. Merkmale, hygienisch. Kleiner Appetit. Mutig. Tiefer Schlaf. Proaktiv. Geschickt. Optimistisch. Sparsam. Hygienisch. Okay. Was wählen wir da? Proaktiv. Also die geht immer vorwärts. Geschickt. Geschickt ist, denke ich, auf jeden Fall. Gerade wenn wir irgendwas herstellen müssen. Weil das ist auch so ein Part im Spiel. Es wird gecraftet. Optimistisch. Der lässt also den Kopf nicht hängen. Sparsam ist sicherlich auch ein Aspekt, was wir beachten sollten. Denn im Bunker haben wir, glaube ich, nur ein gewisses Maß an Ressourcen. Wir müssen dann immer mal auf Exkursionen und müssen... ja, neue Ressourcen, Waffen, was auch immer alles finden. Treffen dann natürlich auf verschiedenste, ja, Gegnertypen, Hindernisse, was auch immer. Also ihr werdet das schon gleich merken. Ich würde sie jetzt mal als sparsam eintragen. So, dann haben wir hier Startattribute. Das ist momentan ausgewogen. Brutal. Wohlerzogen. Gebildet. Sportlich. Verstört, wo? Straßenkind, sie sieht auf jeden Fall so aus wie eins. Machen wir. Wir wählen sie jetzt. Francis, kann ich da irgendwas auswählen? Wir lassen Francis. Das, was uns angeboten wurde, lassen wir. Francis, okay. Weiter. Elternteil 2.
Da machen wir natürlich einen Mann. Der heißt natürlich nicht Betty. Wir könnten mal auf zufällig gehen. Walter. Walter, Deborah, Kathleen, Brian, Thomas, Anthony, Amy, Robert, Peter, Frank, oberkörperfrei, Stephen, David, Arthur, Christopher, Anthony, Thomas. Wow. Der sieht cool aus. Thomas sieht cool aus. Wir nehmen Thomas. Der sieht aber ein bisschen scheiße aus. Das lassen wir mal. Gibt es da jetzt irgendwie eine andere Wahl? Kopftyp. Ne, das kann man schon mal lassen. Die Frisur war eigentlich ganz cool. So, Körpertyp, ja. Wir kriegen auf jeden Fall was anderes anzuziehen. Halt, was war das? Kapuzen, Sweatshirt. Nicht verkehrt. Tanktop. Das machen wir aber gleich in weiß. So richtig. Ja, okay. Halt. Beine. Der kriegt natürlich auch so eine. Jetzt, da haben wir sie doch. Farbe. Also so ein richtiger Draufgänger halt, ne? Merkmal geschickt. Wir hatten jetzt sparsam bei der Mama. Sparsam, kleiner Appetit, mutig. Wir machen, was ist mutig? Mutig. Wobei ich ja eigentlich, ich will eher geschickt nehmen, weil wir brauchen ja jemanden, der zum Basteln gut ist. Verstört nehmen wir jetzt nicht. Ich würde jetzt bei geschickt bleiben. Logisch. Brutal würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber gibt es vielleicht sportlich Stärke? Jo. Geschickt. Nee. Wir machen nicht geschickt. Wir machen mutig. Und wir machen. Wir machen schon brutal. Denn wir haben ja noch Kinder. Vielleicht können wir die auf jeden Fall mit einbringen. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Francis, die nehmen wir nicht als Francis. Martha, Edward, Roger. Roger nehmen wir. Den würde ich auch ganz gern so lassen. Bis auf die Beine. Machen wir so. Und so. So, der ist auf jeden Fall geschickt. Und altklug. Ach so, die haben jetzt andere Werte, ne? Altklug, wachsam. Error. Hyperaktiv ist auf jeden Fall nicht. Hochbegabt. Würde ich jetzt lieber dann die Tochter so in die Richtung nehmen. Ungestüm, ausgeglichen, altklug. Wachsam. Geschick. Jupp, wir nennen den hyperaktiv. Ist ja sowieso die halbe Kindheit momentan. So, dann haben wir die nächste. Carol, Gary, Rebecca, Maria. Wir nehmen Maria. Maria bleibt auch eigentlich so. Wir machen mal noch eine andere Farbe vom Oberteil. Jo. Reicht doch gleich vollkommen. So, und mutig, tiefer Schlaf, was haben wir noch? Proaktiv, geschickt, optimistisch, sparsam, hygienisch, kleiner Appetit. Das heißt, hier isst uns nicht die Haare vom Kopf. Mutig, tiefer Schlaf. Wir probieren mal proaktiv, was auch immer das bedeutet. Und sie würde ich jetzt ganz gern. Ganz gern in die intelligente Schiene bringen. Was ist denn eigentlich wachsam? Wahrnehmung, Charisma. Obwohl. Ja, aber dass die Intelligenz ist doch nicht so hoch. Altklug. Ah, das nehmen wir. Das passt gut. Okay, dann haben wir jetzt die Kinder und die Erwachsenen und dann kommt noch der Hund.
Lynch nehmen wir nicht. Wir machen mal einfach, wie das Let's Player heißt. Das ist die Familie Vis-a-vis. Haustier ist Rex. Was haben wir eigentlich hier zur Auswahl? Eine Katze, Fisch, ein Pferd. What? Na, wir machen den Hund. Jo, und da haben wir unsere kleine Familie. Sieht doch gut aus. Jo, dann fangen wir an. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, das möchte ich ganz gerne. Einfach um zu sehen, was wie wird. Fallen und Verstecke können nur verwendet werden, während Plünderer die Türen einschlagen. Was? Da kommt Plünderer. Das Verbessern der Türen wird dir mehr Vorbereitungszeit verschaffen. Okay, das ist schon mal ein guter und nützlicher Tipp. So, da sind wir. Ihr seht schon, die Grafik ist ein bisschen in diesem Pixelchen eingehaucht. Ich bin trotzdem versprüht enorm viel Charme. Das war. Sieh dich im Schutzraum um, indem du mit der Maus den Cursor zum Bildschirmrand bewegst oder indem du die Kamera mit den Pfeiltasten bewegst. Mit der linken Strong-Taste kannst du rein oder rauszoomen. Also, sieh dich im Schutzraum um, markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste. Okay. Da, der Generator. Rechte Maustaste. Kraftstoff hinzufügen. Dann machen wir das doch mal. Der Schutzraum wird von einem Benzingenerator mit Strom versorgt. Füge dem Generator Kraftstoff hinzu, um die Stromversorgung. Ah, okay. Befehle werden vom derzeit ausgewählten Familienmitglied ausgeführt, das oben links im Bild angezeigt wird. Na, das ist hier. Der Generator muss am Laufen gehalten werden. Oh, das geht aber schnell. Teile die Arbeit zwischen den Familienmitgliedern auf, um Müdigkeit vorzubeugen. Markiere ein Familienmitglied und drücke auf die linke Maustaste, um es auszuwählen. Mit Q und E kannst du auch zwischen allen Schutzraumbewohnern hin und her wechseln. Okay. Wähle Thomas für die Aufgabe. Thomas, repariere Gegenstände häufig, um sie instand zu halten. Markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, um damit zu interagieren. Okay. Reparieren. Dann macht er das jetzt, der Thomas. Dieses Symbol erscheint über allen Gegenständen, die eine Reparatur nötig haben. Ah, das ist schon mal gut. Okay. So, die laufen erstmal hier wild rum. Das ist schon mal nicht verkehrt. Es ist sogar noch wichtiger, sich um die Familie zu kümmern. Vergiss nicht, dass du ein markiertes Familienmitglied durch Drücken der linken Maustaste auswählen kannst. Mit Q und E kannst du auch zwischen allen Schutzraumbewohnern hin und her wechseln. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Genau. Warte, ich mache mal mit Q. Da ist es, Francis. Die Attribute weisen dich darauf hin, dass dieser Charakter durstig ist. Ja, das sieht man hier oben. Rote Balken benötigen deine Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, um damit zu interagieren. So, da haben wir hier ein mittleres Regenfass. Rechte Maustaste, Wasser trinken. Also ihr seht schon, das ist ein bisschen wie Sims angehaucht, aber hat halt natürlich diesen Survival-Aspekt. So, dein Ziel besteht darin, so lange wie möglich zu überleben. Du kannst erkunden, den Schutzraum vergrößern, ihn instand halten und deine Familie gesund halten, um das zu erreichen. Erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Vergrößere den Schutzraum und erstelle neue Gegenstände mit der Werkbank. Dein nächster Schritt könnte darin bestehen, zu erkunden oder dich um deine Familie zu kümmern. Wie du überlebst, bleibt dir überlassen. Viel Glück. Das war das Tutorial. Okay, was haben wir denn hier? Hier können wir was lesen. Ansehen. Tag 1. Ich kann nicht glauben, dass wir leben. Jetzt gibt es nur noch uns. Gemeinsam. Zu unserer Familie gehören Francis, Thomas, Roger, Maria und Hund Rex. Wir haben ein neues Zuhause. Die Luft ist etwas muffig und der Fußboden ist dreckig. Doch die dicken Betonwände und die stabile Tür sind ideal. Ich weiß nicht, wie viel mehr diese Familie von der Welt noch ertragen kann. Okay. Also wir führen dann auch irgendwo ein Tagebuch. So, dann gucken wir doch mal, was er hier hat. Ah, wenig Durst. So, ah, okay, hier kann ich nach unten. Da haben wir die Werkbank. Die tun wir jetzt mal an. Okay, nee. Was haben wir noch? Was ist das? Kleines Lager. Was haben wir da drin? Hier werden gesamte Objekte gelagert. Du kannst zusätzlichen Lagerplatz schaffen, indem du mehr Kisten fertigst. Okay.
Oh, da haben wir ja schon einiges drin. Holz. Okay. Also wir haben so ein bisschen Gasmaske. Gasmaske. Also wir haben 8 Stück Gasmasken. Immer, also es wird wahrscheinlich hier immer ein 5er-Stack sein. Die braucht man sicherlich dann, um vielleicht draußen herumzurennen. Was ist das? Winziges Vorratsregal. Ah, okay. Hier kann man was essen. 10 Rationen. Das ist nicht toll. So, was haben wir hier? Wohnwagen. Fahrzeug überprüfen. Ein gutes Gefährt. Das Wohnmobil bietet einen großen Lagerraum für Expeditionen in das Ödland und benötigt wenig Wasser als ein Fußmarsch. Weniger Wasser als ein Fußmarsch. Das Wohnmobil benötigt Benzin. Ohne können keine Expeditionen unternommen werden. Sobald du alle Teile für das Wohnmobil hast, kannst du es im Planungsfenster für Expeditionen auswählen. Ah, okay. Ah, okay, das sehe ich gerade. Ja, muss man halt Sachen beschaffen. Ich denke mal, das werden wir so im Laufe der Zeit finden. Oder herstellen. Je nachdem. Und. Jo, da müssen wir dann mal schauen. Was haben wir hier? Reparieren. Ist der kaputt? Zustand 71%. Was ist das? Oh. Nein, nein, bleib mal hier. 98%. Okay. Was ist das hier? Sprechanlage. Schutzanzüge. Ah, okay. Ich würde das jetzt mal testen. Ja, da geht nämlich 70%. Ich weiß nicht. Arzneischrank. Hier kommen wir Antibiotika. Da habe ich Antistrahlung 5 und Verband 6. Okay. So, was haben wir hier? Objekt fertigen. Bauen und verbessern. Neue Systeme zu bauen und sie zu verbessern ist wichtig, da sie dir dabei helfen werden, deinen Schutzraum effizienter zu führen. Du kannst Gegenstände im Ödland finden und sie dann für Verbesserungen und die Erstellung von neuen Gegenständen nutzen. Du kannst deinen Schutzraum vergrößern, indem du mit der Werkbank neue Räume fertigst. Ah, okay. Level 1, Level 2, 3, 4 und Spezial. So, die haben wir schon. Hier fehlt uns irgendwas. Scharniere. Okay. Gasmasken haben wir hier. Da haben wir, da können wir auf jeden Fall eine ganze Menge erstmal herstellen. Scharniere. Kann man hier irgendwo Scharniere herstellen? Was ist das? Okay, was ist das? Eine Tasche, ne? Schlafsack. Ein Schlafsack. Brauche ich Leder. Damit kann man gestopft werden. Okay, das haben wir auch da. Okay. Wie kann ich Leder herstellen? Rattenfalle. Provisorische Dusche. Eine einfache Dusche fertig mit geringstem Ressourcenverbrauch. Diese Dusche verbraucht jede Menge Wasser. Verringert Schmutzigkeit. Okay. Finde ich aber jetzt nicht so unwichtig. Ah, okay. Okay. Wo packt man die hin? Hier. Oder? Wo sind die eigentlich der Wasserfilter? Hier. Okay, ich kann es also hier hinbaumen. Du hast soeben einem Schutzraumbewohner eine Aufgabe zugewiesen. Aufgaben erscheinen neben dem Porträt des ausgewählten Schutzraumbewohners. Du kannst maximal 2 Aufgaben aufreihen. Ah, okay. Das ist ja bei Sims ähnlich, ne? Da kannst du auch mal so nach und nach, wenn die was machen müssen. Okay, Aufgaben umfassen Aktionen wie Instand setzen, reparieren, fertigen, essen, trinken, duschen und schlafen. Du kannst eine Aufgabe abbrechen, indem du C drückst oder auf das X-Taste im Aufgabenreiter klickst. Okay. Okay, dann mach das jetzt. Dann machen wir jetzt mal Francis. Francis sieht noch in Ordnung aus. Wie sieht es den Kindern? Denen geht's auch gut. Und der auch. Okay. Hier war da irgendwas von uns kaputt. 68. Ich guck mal, ob man hier auch noch was anderes verlegen kann. Was ist das? Schutzraumzimmer. Ein großer Raum aus Beton, mit dem der Schutzraum erweitert wird. 2 Zement, 6 Zement. Okay, Zement ist bestimmt Kalk. Okay.